Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde CreepTD. Wir möchten euch heute den Survivor Coop-Modus vorstellen. Dafür spielen wir die beliebte Map Blue World. Ja, genau, herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir spielen Blue World, eine klassische 16x32 Koop-Map. Das bedeutet, dass wir auf einer Map zusammenspielen und zusammen die Türme bauen und upgraden können. Ja, wir spielen den Modus The Big Combo Hard. Das ist einer von vier Survivor-Modi, der schwerste. Es gibt weiterhin noch den Modus Bounty Hunter, The Big Combo Easy und The Big Combo Medium. Ja, The Big Combo Hard ist so der schönste Modus. Ziemlich stark ans Spiel angelehnt, da man selber sein Income verschicken muss, um sein Income zu verbessern. Und dadurch kann man später stärkere Türme bauen. Ja, wir bauen hier um die Uhr herum jetzt unsere Hauptverteidigung aus. Ja, das ist jetzt sehr preisgünstig auf Blue World. An der Uhr bleiben sie noch mal kurz stehen. Ja, ein ziemlich guter Deathspot. Und ja, wir haben die Map hier schon so oft gespielt, dass wir relativ genau wissen am Anfang, was man für die einzelnen Waves und Creeps braucht. Ja. Jetzt gerade am Anfang ist der Survival-Modus ein bisschen langweilig, da auch die KI, unser Gegner, quasi mit 200 Income startet. Und dass er auch erstmal nach oben bringen muss, bevor er dann stärkere Creeps senden kann. Also genauer gesagt bedeutet das, dass auf Blue World, auf Big Combo Hard, die Schwierigkeit bei 114% liegt. Das bedeutet, dass die KI, wenn sie 1000 Credits verschickt, dafür 114 Income bekommt. Also ja, quasi 14% mehr als wir bekommen, da wir nur 10% unserer Credits als Income zugeschrieben bekommen. Das bedeutet, irgendwann hat sie halt so viel Income, dass wir ihre geschickten Creeps nicht mehr deffen können. Geht quasi nur darum, so lange wie möglich zu überleben, um in der Highscore ganz nach oben zu kommen. Ja, und falls ihr euch wundert, dass sich mein Income erhöht, ohne dass ich auf Investieren klicke, das geht auch mit der Leertaste. Wie für alles gibt es im Spiel Shortcuts. Und ja, sehr empfehlenswert, die zu nutzen, da man damit schon deutlich besser spielen kann, als wenn man alles per Mausklick macht. Reiß mal ab. So, ja, das Schöne an dieser Map ist, dass die Death für zwei Novas auch genau für einen Manta reicht. Und das heißt, wir müssen dafür jetzt erstmal nichts bauen. Die nächste Combo ist hier allerdings im Spielchat schon angesagt. Doppelarch-Manta plus Fast Novas. Ist jetzt auch drin. Dafür bauen wir jetzt gleich einen Splash. Ja, dass das vorher angesagt wird, ist eigentlich sehr schön, dann kann man immer vorher sehen, ob man sich Geld aufheben muss nächste Runde. Falls man einen teureren Turm bauen will, für den man das Income noch nicht hat. So wie ich jetzt zum Beispiel. Gebe mir jetzt auch 130 Credits auf, um den Turm auf Rot zu machen. Ja, hier sieht man auch wieder, dass eigentlich jede Combo nur einmal im Spiel geschickt wird. Es kommt schon ein einzelner Demeter, gefolgt von einem Doppel-Demeter. Ja. Kann man gerade hier auf Blue World ziemlich preisgünstig treffen. Ja, und gerade weil es halt preisgünstig deffbar ist, lohnt sich halt das Durchlassen eigentlich gar nicht. Wir bauen jetzt hier für 250 noch dazu, Slow und Blower Basic. Und man bekommt
Auch die 90 Kill Credits jetzt. Oh. Ja, ist halt nicht. Also ist nur ein Teil des Einkommens, was man hier zum Bauen verwendet. Das wird später bei Sharks und gerade bei Phoenix noch anders sein. Deshalb lohnt es sich in dieser Phase des Spiels noch nicht unbedingt was durchzulassen. Bauen jetzt halt deutlich weniger als die Standard, der für ein Doppeldemeter ist. Mit einem roten Splash und einem Speed. Das braucht man hier im Survivor-Modus halt nicht. Kommen wieder monotone Waves rein. Sieht man ja auch nochmal. Schickt die KI nochmal Noven drauf. Mag sein, dass sie jetzt schon das Income für Race hat, aber er zieht halt jede Wave erstmal durch und schickt dann die nächste. Ja, verteidigen tun wir hier ganz klar mit Stärkste und wechseln jetzt auf Weiteste. Gerade so nutzen wir dann den Flächenschaden des Splash aus. So, ja, jetzt ist schon ein deutlicher Anstieg der Creep-Stärken zu sehen. Jetzt kommt ein einzelner Ray mit 4 Demetern und da schon dreifach Ray. Und da wird ein Raider drauf geschickt. Also so langsam kommt auch ein bisschen Schwung hier in das Spiel. Ich stelle den Speed mal noch 0. Gut. Den Raider haben wir jetzt ein bisschen geslowt, damit die Splash voll auf die auf den dreifachen Ray schießen. Macht er deutlich mehr Schaden als Machst wenn du er mal auf. den Splash hoch? Oh. Hat er deutlich mehr Schaden, als wenn er auf einen einzelnen Raider schießen würde. Cool, mal schauen, ob es rein. Ja, muss. Mit Sicherheit den schon mal auf Blau. Ja, schön. Ja, es dauert jetzt ein bisschen, bis der Gegner wieder Tukan senden kann. Das heißt, jetzt kommen wieder einige Male erstmal Raider, bis dann die nächste Wave eingeläutet wird. Ja, der ist auch schon angekündigt, 6-fach Ray plus Speedy Raiders. Ja, ist immer eine schöne Combo, kommt auf Blue World ziemlich gut an. Aber brauchen wir auch nicht viel mehr dafür, als wir jetzt hier stehen haben. Ja, das werden wir so dürfen. Ich mache den Zaun noch rot. Aber dann passt das auch schon so. Ja, hier hinten sieht man,
Auch die KI muss ab und zu mal Income schicken, um Pausen zu überbrücken zwischen den einzelnen Waves. Aber die nächste Wave kommt jetzt bereits rein. Doppeltukan und Speedy Raider.